N24 Spezial Urlaubsparadies Down Under. Der Kontinent ist bekannt für seine außergewöhnliche Tierwelt, für seine langen Strände und sein unendliches Outback. Aber er hat auch ganz andere Dinge zu bieten, denn hier unter dieser Sonne wurde England neu erfunden. In solchen Schlössern wird man als Gast auch heute noch fürstlich bedient. Die Esskultur in Australien ist überraschend vielfältig. Leichte, frisch angerichtete Speisen, oft mit einem asiatischen Touch, sind sehr beliebt. Sie passen am besten zu den meist hohen Temperaturen auf dem fünften Kontinent. Egal ob auf dem Land oder in den Großstädten, überall wird man ausgewählt gute Speisen finden. Denn die Australier kochen gern und wirklich gut. Kein Junkfood, wie man es aus den USA kennt. Und wie Franzosen und Spanier gönnt sich der Australier gern auch einen Schluck Wein zum Lunch. Und natürlich kommt der hier aus der Gegend, denn Südaustralien keltert die besten Weine der Welt. Hier wächst der rote Shiraz, der Australiens Weine so berühmt gemacht hat. Die Brüder Geoff und Robert Schrapel sind Weinbauern in der fünften Generation. Ihre Vorfahren kamen aus Deutschland. Unsere Familie kam mit dem Schiff George Washington 1844 nach Australien. Der Grund war, sie suchten ihre Religionsfreiheit. Sie waren Lutheraner. Hier haben sie Land bekommen im Dorf Bethany. Und hier in dieser Gegend fängt das Barossa-Tal auch an. Wenn die Kerne braun werden, haben die Trauben die richtige Reife. Schmeckt gar nicht schlecht. Aber im Moment sind sie noch etwas sauer. Ein bisschen können sie noch reifen. Das ist der beste Weg herauszubekommen, ob die Trauben wirklich gut sind. Einfach mal kosten. Wenn die Beeren reif werden, wird die Säure allmählich vom Naturzucker verdrängt. Dann macht es auch Spaß, sie zu essen. In wenigen Wochen ist es soweit. Direkt neben den Rebstöcken stehen Rosen. Die Blumen helfen den Winzern, Mehltau und andere Pflanzenkrankheiten rechtzeitig zu entdecken. Denn auf die Rosen setzen sich die Bakterien zuerst. Der Winzer kann also schnell genug seine Rebstöcke mit Pflanzenschutzmitteln behandeln. So können die Weine umweltschonend wie möglich gehalten werden. Die Beerengröße ist sehr wichtig für die spätere Qualität des Weines, denn all die Farbe und die Geschmacksstoffe sind in der Schale. Deshalb dürfen die Beeren nicht zu groß werden. Die Schale ist fest, aber sehr gehaltvoll. Das hier ist eine normale Traubengröße für den Shiraz. Der Shiraz ist wirklich sehr verbreitet hier im Barossa-Tal und hat unser Tal berühmt gemacht. Bei uralten Rebstöcken reichen die Wurzeln bis zu 90 Meter tief in den Boden. Dort holen sie sich Wasser und Mineralien. Je älter der Weinstock ist, desto interessantere Geschmacksnoten bringt die Traube hervor. In einem alten Steinbruch lagern die Weinfässer der Schrapels. Bis zu 3 Jahren liegen die Rotweine im Eichenfass. Dann entscheidet eine Weinprobe, ob die Fassreife schon erreicht ist und der flüssige Geist in Flaschen abgefüllt werden kann. Ein spannender Moment für die beiden Schrapel-Brüder. Sie entscheiden alles gemeinsam, wann welcher Wein den Hof verlassen kann. Hier wird gerade eine Lieferung für Deutschland fertig gemacht. In Saarbrücken, Stuttgart und Hamburg werden sie dann verkauft. So wie die Schrapels waren die meisten Familien Lutheraner und kamen aus Schlesien und aus Hessen. Auf dem neuen Kontinent suchten sie ihr Glück. Das Weingut der Schrapels wird gerne von Rucksacktouristen besucht, die die edlen Tropfen probieren. Das Besondere heute ein roter Sekt aus der Shiraz-Traube.
Auch Österreicher haben vor 150 Jahren Südaustralien besiedelt und bauten diese Kirche im Klaratal. Bruder John ist nicht nur der Priester der Gemeinde, sondern auch der Kellermeister von Seven Hill. Das hier sind in der Tat die ältesten Fässer Australiens. Vor 150 Jahren kamen österreichische Einwanderer hierher und gründeten Seven Hills, eine Jesuitengemeinde, die seither immer noch Messwein produziert und in alle Welt verkauft. Doch nicht nur als Messwein werden die edlen Tropfen von Seven Hill verschifft. Auch in weltlichen Weinhandlungen kann man sie finden. Wir haben drei verschiedene Arten. Einen nennen wir den süßen roten Altarwein. Rot symbolisiert für uns das Blut Jesu. Dann haben wir den süßen Weißen, welcher fast farblos ist. Und dann keltern wir einen sehr trockenen aus der spanischen Cherrytraube, ganz gut für Diabetiker. Das Clare Rayleigh lädt den Genießer zum Verweilen ein. Wildhühner und Kormorane kann man in der Morgensonne beobachten. Neben der Ruhe und den südaustralischen Weinen locken die sanften Täler und die würzige Luft der Eukalyptuswälder. Skilligalee ist einer der romantischsten Orte im Klaratal. Landhäuser, die von außen eher schlicht anmuten, entpuppen sich von innen als kleines Schlösschen. Jacobs Creek, Peter Lehman, Penfolds und Wolf Blass, Weinkenner schwärmen geradezu von diesen Weinnamen.